Seid ihr auch so schmutzig wie wir? Wir sind jetzt in der Desinfektionskammer. Wieso sind wir schmutzig? Wir sind in der Desinfektionskammer. Müssen wir schmutzig sein. So, wie ging das nochmal? Ich glaube, das kriegst du hin. Hebel umlegen, der in der Mitte, der Hebel. Ja, da ist noch einer. Wenn du genau drauf schaust, steht da, glaube ich, Kilogramm pro Quadratzentimeter, was schon sehr neue Einheit ist für Druck. Da. Wo hier? Genau da im Display steht. Ach, da. Ja. Jetzt kannst du den. Naja, jetzt weiß ich auch. Andere Richtung. Ich habe den nächsten Folge. Markus wieder. Ich sage jetzt nichts mehr. Na gut, ich gebe es zu, ich halte es ja doch nicht durch. Von neuer Rekord, eine Sekunde, oder? Kalender, Kreuzchen. Ja, Hammer, Zahnräder, Steinbock, Löwe. Achso, nee. Steinbock, Löwe? In der Kategorie verrutscht. Wieso war hier ein Stuhl? Einfach um uns zu verwirren. Die Tür leuchtet. Nächstes Kapitel. Die tanzenden Kinder. Wie besessen durchsucht er die Zeitungen und Zeitschriften nach neuen Erfindungen. Sie sind die Architektur für unsere aller Besserung, behauptet er. Edwin und Enoch spielen in Unkenntnis dessen weiter. Bist du zwischendurch schnell geworden? Okay. Ah, ein Besenstiel. Fliegen wir weg. Ah, Moment, wir haben keine Frau da. Ja, war nett. Wir blenden wieder unten die Beschwerdeadresse ein. Vielleicht sollte man so ein Schild basteln, das einfach so reinfahren kann. Hey, das ist eine Notiz. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimme aus diesen unfassbaren, liebenswürdigen Steinen hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Große Maschine. Auf den Ruinen der ganzen Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in dem verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten. Denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesonnen hatte. Deutsch, Leute. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in diesen Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter den klagenden Bäuschen der Rhododendren. Das muss eine Blumenart sein. Rhododendren. Gut, dass uns beide so gut auskennen damit. Ich google mal kurz. So. Oder auch nicht. Das Deutsche müssen wir aber nochmal lernen. Die Übersetzer. Ja, ich glaube, das haben. Ah. Und weiter geht's. Wir spielen das Spiel. Wie schnell kann der Markus Notizen vorlesen? Sehr gut. Das Herz der Maschine. Als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele in zwei Körpern, und meine Liebe war allumfassend. Und ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Räume, Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Ich finde das ein bisschen komisch, wenn er eine neue Weltordnung aufbauen will, wo man seine Jungs dann auch in Schweine umwandelt. Hm. Aber vielleicht sind die viel besser.
von Jungs. Ich will vielleicht das Original behalten. Ein Stoppschild. Kein Zugang für unautorisierte Personen. Die Verwaltung. Ja gut, drehen wir wieder um, oder? Die sind doch die Verwaltung, oder nicht? Ja, bei dem gedacht. Deutsch hoffe ich mal nicht. Die Musik gefällt mir schon wieder nicht. And you came then to London, and you set me upon a mantelpiece, and then you went into the house and gathered the cells, and reset you and I on recrafting them, and then you went into the garden and buried those tiny shattered skulls alone. Ich finde es sehr schön bildhaft, dass sie Blumen im zerstörten Brustkorb pflanzen wollen. Aber irgendwie hat der schon eine Fieberklatsche. For your children, Magnus. To spare them the world you have created. For us all. Das war doch diese Telefonstimme, oder bin ich jetzt belämmert? Ich glaube, ja. Da ist doch ein Schild, denkst du, oder? Ah, okay. Kennen wir schon. Geht's abwärts. Kirchenchor. Kurz bei Katz, die kann das besser. Die übte mir danach. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Dear Christ. Wollten die nicht eine eigene Religion schaffen? So, gehen wir jetzt nach oben oder gehen wir nach unten? Tiefer, tiefer in die Maschine hinein. I tried. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All to save them. Okay. Dann führen wir mal seinen Wahnsinn aus. Nee, noch nicht. Wahnsinn muss warten. Der Wahnsinn muss warten, richtig. Wir schauen jetzt erst, was unten war. Da ist eine Tür. Aber ja. Da kann er wahrscheinlich nicht durch. Probieren wir es mal. Doch. Brennstab, Kontrollraum. Ja, Atomenergie. Whoop. Was war das? Uiui. Es gibt keine zu schnelle Maus, sie ist nur zu, es gibt nur zu langsam. Hey, cool! Knöpfe! Viele Knöpfe! And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Wollen wir noch mal was drücken? Es sind Schalter. Oh oh. Ist irgendwo ein Licht angegangen, oder? Ah, okay. Machen wir einfach mal alle an. Da ist doch eine Glasscheibe. Schau doch mal in die Glasscheibe. Okay. Ein letzter Sabotageakt. Der Bastard ist auch hier gewesen. Dies ist das Epizentrum seiner Machenschaften, wo alles begann. Und wo es auch enden wird. Ich werde die Quelle dieser Zerstörung suchen und dann werde ich diese Sabotage ein für alle Mal wirkungslos machen.
Geht wohl nicht. Ja. Okay. Der macht kein Drum, sondern also wahrscheinlich kaputt. Beule nach rechts. Ist alles in Ordnung. Trotz seiner Fieberträume hat er natürlich den Schaltplan im Kopf, unser guter alter Mandus. Au, au. Treppen dauern so lang. Gefahr, Verbindung X, höchst entzündlich, höchst ätzend, höchst giftig. Ja, vielleicht auch die Lampe ausmachen. Das war vielleicht kein Scherz mit der Lampe. Wenn du dich daran erinnern kannst an den Therapiestuhl, wo wir die Lampe dann hingebastelt haben und... Das ist, glaube ich, Verbindung X. Stimmt. Dieses Klicken soll wahrscheinlich... Genau. Ach, das sind die Brennstäbe. Richtig. Holzauge. Jetzt. Das war ja der Brennstabraum. Und deswegen ging der Schalter nicht runter. Weil das Ding zu war. Ist das so gesund, wenn wir uns da so viel rumsehen? Ja, Mann. Egal. Hat eh schon Fieberträume. Eben. Spielt keine Rolle mehr. Verbindung X höchst entzündlich. Wie kühlen sie die noch? Du wirst vielleicht gar nicht wissen. Ja, solange es nur entzündlich ist. Ja, aber mein Brennstäbe heiß. Ich glaube nicht, dass es Atombrennstäbe sind. An der Stelle. Gritzbrennstäbe. Ah, okay. Zup. Tada. Okay. Sind wir da hergekommen? Ja. Also ich zumindest. Weißt du, wo du hergekommen bist? Von zu Hause. Ah. Zündsteuerung. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ich komme, meine Lieblinge. Ich habe euch schon fast gerettet. Tja, was kann denn noch schief gehen? Ja, das wäre jetzt ein guter Cut sozusagen und jetzt ein Verweis auf Amnesia 3. Aber ich glaube, das wollen sie ja nicht. Sie wollten ja nicht mal als Zweier machen. Ja, genau. Quickly, the air is thin. The little faces turn Romanders. They suffocate, they suffocate. Schneller. Welchen nehmen wir? Den roten, weil der sicherlich funktioniert. Wo? Komm mal durchs Fenster. Now, Mandus, set them free. Set them all. Warte mal. What? Ich glaube nicht, dass da unsere Kinder drin sind. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, wir lassen die Maschine wieder an und irgendwas Bescheuertes, Verrücktes passiert. Richtig. Deswegen macht man das jetzt mal. Ich wollte die Welt retten. Oh oh. Wer hätte das gedacht? Ich hätte schon gern gesehen. I live. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children! My time is come, Maw Pig! Maw Pig! Nicht noch mehr Schweine. Boys. Boys. I'm sorry. I'm so sorry. Mandus, Saboteur. Nach meiner Rückkehr von Mexiko schockierte mich der Schmutz Londons von neuem.
Das Elend, der Pesthauch, der Verfall. Wir sollten das tote Fleisch herausschneiden und diese Wunde von Neuem heilen lassen. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Und wer war das jetzt? Den haben wir jetzt freigelassen? Emerging. I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled my way home. Unsere Kinder sind also tot. Geschichte aus. Was treibt uns jetzt noch? Er will wieder heim. Ah, deswegen geht er so seltsam. Weil er noch belämmert ist. Er braucht ein bisschen Laudanum. Weil er noch in der Hocke war. Und wen haben wir jetzt freigelassen? Die Telefonstimme. Notiz. 29. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst auf die Grundmauern niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich selbst vergegenwärtigt hat, was er ist, zu was er geworden ist? Sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke, komplexe Maschinen, die einen neuen Zweck dienen, den wir nach gründlicher Überlegung ändern können? Kann ein Mann, definiert durch seine Handlung, definiert durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage dieses Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seiner Seele sich von Neuem bewegen? Und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach den freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meinen Schöpfungen gewiss besser als ein Leben als Monster. Okay, also wir haben sabotiert. Interesting. Aber wann? Davor? Währenddessen? Okay. Geht wohl nicht, wenn ich auf der Treppe bin. Ja, da kannst du auf der Treppe, wenn du beide, kannst du natürlich nicht lesen. Betrug. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns? Wohin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts. Allein an dem Moment, in dem die Welt gespalten wurde und die Innereien der Menschheit aus einer aufgerissenen Körperöffnung in mein offenes, gegabeltes Hirn fielen. An den erinnere ich mich. Einmal. Herz. Gegabeltes Herz fehlen. Ah. Nicht bloß doofes Deutsch, sondern auch doofer Markus. Zugang zu Dampfabzug nur bei niedrigem Druck. Jo, macht Sinn. Where are they? Where are my children? Why do you ask, Mandus? You know the arms so well enough. Weißt ah, du? Gut, dass ich spiele. Ich mag nochmal. Die lese ich in der nächsten Folge. Tschüss. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Ach, na gut. Bis dann. Will it hurt? A cleansing fire always burns, little Mandus. But it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me!